Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Hoffentlich habt ihr gestern auch schon eingeschaltet, denn es ist Yummy Juli. Das bedeutet, den ganzen Juli kriegt ihr neue Rezepte von mir. Und zwar habe ich mir immer gedacht, dass ich ein Themenwochenende mache. Also ein Thema ab Freitag, Samstag bis Sonntag, dann eben jeweils ein Rezept. Und heute ist Tag 2, also falls ihr den gestrigen Tag nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne im Anschluss des Videos nachholen und morgen geht es dann weiter. Heute machen wir gefüllte Süßkartoffeln. Ich finde Süßkartoffeln einfach super lecker, sehr vielseitig, sehr sättigend, aber ich weiß, dass viele nicht wissen, was man damit machen kann und deswegen gibt es heute eine Variante, die sehr einfach geht. Man braucht gar nicht viel vorbereiten, man muss ja einfach nur in den Ofen stecken. Das dauert zwar ein bisschen, aber in der Zwischenzeit kann man ja was anderes tun. Jetzt einfach mit dem Messer oder mit einer Gabel rundherum einstechen, damit sie im Backofen nicht platzen. So. Und dann können sie jetzt auch schon in den Backofen und zwar bei 200 Grad, circa eine Stunde oder bis sie eben weich sind. Das könnt ihr mal ausprobieren. Eine Stunde ist rum, jetzt sollten sie durch sein. Wir probieren mal. Ja, sind weich. So, einfach die Süßkartoffel so aufschneiden in der Mitte. Guck mal, wie schön die Farbe aussieht. Und das kann man jetzt lecker befüllen und zwar Tomaten, Würfel, dann hier schon ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer, Avocado-Würfel, dann kommen die karamellisierten Zwiebeln oben drauf. Jetzt gibt es noch eine super schnelle Soße und zwar habe ich hier einmal Naturjoghurt, ihr könnt auch Sojajoghurt nehmen oder was ihr möchtet, laktosefrei etc. Und dann schneide ich einfach ein bisschen Schnittlauch rein, etwas Limettensaft dazugeben. Und das kommt jetzt noch oben drauf. Fertig! So, der beste Part, probieren. Einfach mal rein. Alles zusammen mitnehmen. Oh, geil. Ich liebe einfach, wenn die Süßkartoffel so richtig weich ist. Mmh. Geil. Da fehlt es an nichts. Perfekt. Nur noch die Sonne muss scheinen. Und das Leben ist geil. Also macht es unbedingt mal nach. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr macht dieses Rezept nach. Wenn ihr das macht, dann schickt mir doch eure Fotos mit dem Hashtag YummyPilgrim auf Instagram, Twitter oder auch auf Snapchat. Morgen geht's hier auch schon weiter. Und zwar gibt es dann Quinoa Taco Bowl. Also unbedingt einschalten, falls ihr darauf Bock habt. Und unbedingt meinen Kanal abonnieren, dafür verpasst ihr auch keine weiteren Rezepte. Denn der Yummy Juli hat erst angefangen. Also es gibt noch ganz, ganz viele Rezepte, die kommen werden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.